Meine Damen und Herren, es ist soweit. Look at that. Die Bastelboys kehren zurück. Endlich. Endlich kann ich wieder mal das Ding anbohren. Ja, die gute Katharina hatte eine absolut geniale Idee, denn sie hat sich gedacht, wir gucken uns heute TikToks super Lifehacks an und machen die nicht nur nach, sondern besser. Hoffen wir. Wir sind ja by the way im Atombunker. Das Ganze haben wir vorbereitet, haben hier richtig viel Shit. Und jetzt gucken wir uns den ersten Hack an, die die liebe Katharina uns vorbereitet hat. Go! Oha, warte mal, es fängt mit dem Föhn an. Also, die föhnen sich gegenseitig. Aber es nervt, dass der Föhn links und rechts ist. Dann keifen die sich, aber... Warte. Oh, oh. Oh, oh, okay, jetzt wird, okay. That's weird, Junge. Er macht eine Hose drüber. Und dann bläst er in beide. Oh, das ist richtig cool. Maul. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das ist Genius, das machen wir. Das wird niemals funktionieren, pass auf. Jetzt verstehe ich, warum ich eine Hose mittrinken sollte. Ja. So. Der Hack ist einfach, aber dreht er sich nicht von alleine schon? Normalerweise machen das, glaube ich, 98% aller Ventilatoren. Na, aber da anscheinend nicht. Das heißt, wir bauen den jetzt schnell auf. Ich gehe meinen Kopf schon durch. Nicht nur, dass das jetzt absolut failen wird, sondern ob wir das mit Schlibbern oder sowas verbessern können. Mit 3 ausgehen. Mit 4. Wie sagst du dann, mit Schlibber 3 ausgehen? Also ich muss auch wirklich sagen, für mich beantwortet sich jetzt die Frage, wer guckt sich solche Videos an? Und macht sie nach, weil ich habe immer gedacht, so 5 Minute Craft und die ganzen Sachen auf TikTok, ja. Guckst du und sitzt da auf dem Sofa und denkst dir, oh, ist cool. Aber du machst es niemals nach. Doch. Niemand macht doch. Es. Niemand macht eine Hose auf sein Fenster. Doch, doch. Ich habe irgendwann mal, doch, einen Trick habe ich mal verwendet. Ich glaube, bei einer Kiwi oder sowas. Irgendein Kiwi-Hack oder sowas. Was? Pass auf, Stabmixer in eine Kiwi rein und dann kannst du es drehen und dann kriegst du die ganze Kiwi raus. Besser als Löffel. Das hab ich tatsächlich mal gemacht. Doch, so ein Rührgerät ist das. Weg, Alter. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht mal, wo oben und unten ist. Hey, okay, also wir tauschen jetzt kurz, okay? Du machst das jetzt ab und ich guck mir das hier genauer an. Ja, ist ab. Nee, ja, aber das andere auch. Jetzt, zeig mal. Ich baue jetzt gerade so nach Gefühl, ist das richtig? Okay, ich habe ja jetzt die Anleitung befreit, jetzt sollen wir mal angucken. Ich mache erstmal den Boden, glaube ich. Den Boden kriege ich nicht. Von Kindern ab 8 Jahren und darüber von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Oh mein Gott, was? Benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt. Na gut, werden wir ja, ne? Alter, das ist ja übelst demütigend. Das ist die Base. Ja, aber ich komme hier nicht rein. Jesus. Ich kann hier nicht von unten rein, also das geht nicht. Ich habe irgendwie gedacht, wir würden uns richtig gut anstellen. Ja. Ich habe ein Tiny House gebaut, aber ich muss wissen, wie das geht. Das ist einfach ein Fehler. Was tun wir eigentlich? Das ist das erste Video. Das muss ja vorstellen, wir haben immer nur auf Play gedrückt. Und wir scheitern am Ventilator. Ich hab gedacht, das ist so ein Easy. Und vorher war die Frage, soll ich das vorher aufbauen? Nö, das machen wir live im Video. Ah ja, ich hab sogar einen. Hey, wie baut man das zusammen? What follows is a brief construction montage. Innerhalb von Sekunden diesen Ventilator zusammengebaut. Ohne Boden natürlich. Ja, das ist jetzt das Problem. Du musst aber richtig anmachen. Ja, ich habe jetzt auf 3 gestellt, aber auf 1. Guck mal, das dreht sich nämlich automatisch. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Also, so, wir machen ja einen Lifehack. Dieser Ventilator ist schon der Lifehack. Der Moment of Truth kommt. Scheiße. Also, ja, warte mal. Ein Ventilator ist eine fremd angetriebene Strömungsmaschine, die ein gasförmiges Medium fördert. Dazu wird Luft von einer Seite angesaugt und auf der anderen durchgedrückt. Man spricht auch von Ansaug- und Druckseite oder Arm mit Dalmatiner. Du willst da reinklammern? Ja. Das hat der Typ aber bei dem Leiter gar nicht gemacht. Das ist doch scheiße. Doch, doch. So, also Luft kommt rein und? Also ich meine, wenn wir die jetzt besser ausgerichtet hätten, die Hose, würde das funktionieren. Weil hier kommt Luft raus. Ja. Hier kommt Luft raus.
Okay, also geht. Oh, das sieht von vorne übel gut aus. Das heißt, ihr macht einen Ventilator an und dann müsst ihr nur hier unten sein. Und dann kommt hier 1A Luft. Das Problem auf der Couch forever gelöst. Dann kommt ihr kurz am Dick vorbei und dann kommt schon das andere Bein. Ich finde das eine voll gute Idee. Erster Hack, easy. Wollen wir jetzt vielleicht auch gucken, ob wir den Stand noch da drauf kriegen? Weil ich glaube, wir müssen einfach nur abdrehen. Nein. Ohne Stand. Wir brauchen den nochmal. Dann bauen wir den jetzt einmal. Dann bauen wir den jetzt kurz zusammen. Kamelle! A few minutes later. Ist das richtig so? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Es geht nicht fester. Ah, ich habe vielleicht verkehrt rum gemacht. Wenn es jetzt nicht klappt, ist halt so. Ich habe jetzt alles getan, was geht. Ja, ist doch. Ist doch einwandfrei. Ich glaube, wir haben einfach noch einen Teil gefunden. Würde dir das helfen? Ich will nicht mehr. Das fühlt sich an wie gerade im Auto im Stau. Nee. Das ist doch das zweite Ding. Die Nummer 15. Ja, und was? Ja. Und das sind die 17? Ist nee, das? Die 16 ist das. Ah, die 17, aber die. Okay, dann habe ich hier. Warte mal. Die A lot of boring math later. Okay, ich glaube, jetzt haben wir. Wenn es jetzt nicht geht, FFen wir. So, dann nehme ich nur das. So. Ja, wirklich, es wird gehen. Nee, es war gut. Lifehack Nummer 2. So, sie will Trauben. Aber komm nicht ran. Nee, sie spielt. Sie spielt ganz normal spielt tatsächlich. Nicht. So spielt man nicht. So spielt man wirklich. Nicht. Kein Mensch, der Controller ist aus. Oh. Oh Gott, der wird hier noch torsieren, sagen. Okay, der geht. Okay. Nee, das check ich nicht. Warte mal, die macht jetzt einen Stock da rein mit Gummibändern. Ja. Und da macht die Weintrauben dran. Aber jetzt hat sie die Weintrauben in der Hand, jetzt können sie die essen. Jetzt? Oh, nee! Okay. Warte mal, jetzt schwingt das Ding hin und her? Das hätte das erste Problem gelöst. Okay. Okay, wir brauchen Gummibänder. Wir brauchen einen Ventilator. Den Ventilator haben wir ja zum Glück vorbereitet. Hier, Gummibänder. Sehr gut. Lass dir bitte mal meine Eier. Deine Boards, Alter. Bambusstab ist hier. Und Klebeband ist hier. Und wir brauchen aber die. Wir haben natürlich auch Weintrauben besorgt. Die sind richtig lecker. Auch Bio? Gut und günstig. hier steht Natur. Alter, vor allem, guck mal, wie lang unser Start ist. Ja, das wird. Du kannst quasi Hunger bei dir in Spandau haben und ich kann nicht wieder. Ja, immer abwechselnd. Es macht keinen Sinn, dass da on für es dreht sich nicht ist. Ja, deswegen war ich verwirrt. Jetzt natürlich die Problematik. Im Video waren bei den Speichen übelst viel Platz. Ja, fand ich auch. Pass auf. Aber wir können sie einfach fest gaffern. Nee, du willst ja nicht, dann werden die Lader kaputt machen. Okay, ich meine, du hast halt Kinder, also die versuchen die Finger da rein und verlieren halt ihre Hand. Aber nee, die haben alle ihre eigenen Ventilatoren. Oh, das geht sogar! Ich habe nicht dran geglaubt! Aber ich habe beliebt. Du hast es ja mal kaputt gemacht. Aber so. Wenn du es jetzt dran lässt, können wir es nachher wieder mit Heißkleber festmachen. Oh, wir sind so klug, ey. Wir haben auch einen Laser da hinten. Oh, look at that. Guck mal, wie wir einfach das Leben hacken, Malte. Wir sind sogar Antennen jetzt. So. Ja. Ja. So. Oh, das, wir brauchen nicht mal das Gummi. Aber die Range ist krass. Das ist ja quasi so wie Training so. Weißt du, das kann, oh, da kann ja jederzeit was passieren. Oh. Das ist das neue Partygame einfach. Ich öffne einfach die Trauben. Oh. Aber das ist aber schwer, du brauchst richtig viel Gummi. Bruder. Hier passiert Magie. Look at that. Ich mache jetzt hier um. Das ist wirklich schön. Das war gar nicht so geplant. Das. Warte, ich mach's noch fester. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Das funktioniert doch einwandfrei. Wir machen das jetzt sofort an, Leute. Ja. Oh! Was? Leute, das ist sogar mit Soundeffekt. Das war los. Der geht kaputt, wenn du loslässt. Also Quatsch. Ja, das geht doch gut. Oh, warte mal. Ich hab Hunger! Ich kann nicht! Der Sound! Der ist einfach kaputt! Es geht nicht, ey! Es ist zu schwer! Du sollst essen! Ich hab Hunger! Alter, bitte! Ich will doch nicht aufhören, Alter! Dann mach ich den Neo-Power-Move. Dann hab ich Weintrauben! Völlig Probleme! Super Hack.
Es stresst mich überhaupt nicht. Ist ein mega Hack. Das ist zu drehen. Die letzten drei noch essen. Ja, das mache ich natürlich, oder? Oh. Oh, jetzt ist er. Oh, das ist gefährlich. Ich musste lachen. Ja. Okay, perfekt. Perfekt. Bis jetzt würde ich unsere Leistung als solide 4 ja. Minus einsetzen. Also bestanden haben wir tatsächlich. Hack Nummer 3. Go. So, die ist das noch. Okay, sie chillt am Handy. Mhm. Guckt da so, denkt sich, oh, kein Akku. Wenn der jetzt wieder der Ventilator kommt. Nee, warte. Sie hat eine gute. Oh, sie hat ein Kabel. Sie hat ein Kabel und lädt es auf? Nee. Wait, warte mal, das ist ein Kuli. Eine Feder. So ein. Oh mein Gott, wir werden sterben. Nicht von der 9 Volt Batterie. Ja, tipptopp. Dann nehmen wir dein Handy, ne? Ja. Also, wir haben hier dieses Auto-Kippen-Ding, ja, das jetzt quasi einen USB-Konverter hat. Dann haben wir hier eine Battery, einen Energizer. Und wir haben einen Kugelschreiber irgendwo. Er hat auch extra ein Telefon. Oh, los. Hat das denn warte, so, hier, hier ist eins. Da, ob das auflädt auch? Ja, ne? Das ist ein iPhone. Hast du denn auch ein Kabel? Hä, wie krass bist du denn? Hä, Alter, Benni ist ja wieder. Vorbereitungs-Benni, Alter. Look at that. Aber es geht nicht an, das Handy. Das hat ja auch keinen Akku, deswegen sollen wir es jetzt auch. Ach so, ich dachte, 7% dachte ich. Ich dachte, bin jetzt gut vorbereitet. Also die jetzt ins Plus gedonnert. Ist ein Plus drin? Was ist denn hier Plus? Hier ist Plus. Ja, doch, okay. Das wird gehen. Vertrau mir. Ja, es geht an. Es geht an, Alter, das Handy. Halt die Fresse, ich lade gerade. Ich bin eine Steckdose. Das geht halt wirklich, also ich meine, das Apple-Symbol ist da, vielleicht. Ja, das bedeutet, dass er gerade Strom kriegt. Das ist ja übel krass. Jetzt müssen wir so lange warten, bis das Handy angeht und das ist ein iPhone 4S, das dauert aber wir haben richtig viel Klebeband, da müssen wir nicht halten. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ja, warte, halt mal so. Halt mal so. Ey, dass das wirklich funktioniert. Das war der erste sinnvolle Hack tatsächlich. Stimmt. Aber du siehst das auch blau leuchten. Guck mal hier für die Kamera, das ist vielleicht ganz cool, oder? Ja, da. Das ist krass, das lädt einfach. Wie lange brauche ich für einen Prozent? Das leuchtet auch blau. Ja, deswegen halte ich Bonjour. Das. Bonjour. Je m'appelle. Je m'appelle Marco, Alter. Ey, es geht halt wirklich. Okay, das war bis jetzt der Das war das letzte Mal. Das ist einfach nie so. Hier ist nichts dazwischen. Nee. Hier ist kein Faden. Ich bin quasi gerade ein Atomkraftwerk. Du bist wirklich ein Kraftwerk. Deine Energie geht rein. Sehr gut. Okay, Lifehack Nummer 4. Also, wir haben hier einen Der hat den Propeller rausgenommen. Das ist ein Propeller von einer... Oh. Wir brauchen das Ding. Oh nein! Der macht sich selber einen Ventilator. Der macht so eine Software. Der macht einen Staubsauger. Der macht einen Staubsauger! Ich glaub's nicht. Das kann nicht gut schiefgehen. Das wird da. Okay, das ist krass. Wir brauchen das Gerät. Du brauchst das hier zum Cutten. Wir haben den und wir brauchen eine Pistole, die Hitze erzeugt. Wollen wir aus dem Ventilator einen großen Staubsauger machen? Wir haben nicht so eine große Flasche, glaube ich. Ja, stimmt, scheiße. Also ich kann versuchen, sie zu sein, aber... Oh, lol. Wir haben hier Sägen, guck mal. Eine japanische. Das ist doch cool. Dafür ist das Cuttermesser. Aber wir nehmen das. Da kann man auch schön asiatische Musik einschieben. Also brauchen wir wahrscheinlich auch. Okay, das ist schwer. Ich will auch mal. Gib mir mal. Probier du. Aber warum würde man das damit machen? Oh, Benni guckt überhaupt nicht glücklich. Naja, das muss er durch. Ich habe das Gefühl, dass die Flasche immer stärker wird. Warte, wir nehmen das. Das ist ein Anwender, Alter. Das ist einfach SpongeBob plus die krasse Version. Oh, guck mal, das geht ja richtig gut. Alter, als wenn das so geplant war. Guter Hack. Okay, ich probiere jetzt was. Das wird gehen. Das wird. Oh. Das geht. Das ist ja wie mit einer Nagelfeile. Lol, guck mal hier, guck mal, zack. Alter, das ist ja wie beim Tierarzt. Einfach noch bing. So, naja, aber. Das hat überraschend gut funktioniert. Da muss da nicht noch mehr weg. Doch, der muss noch weg. Der muss mehr weg. Oh, das ist da drin. Alter. Okay, also. Das ist eine Granate. Das haben die da gar nicht gezeigt, dass man da sterben kann. Das tut mir wirklich leid. Ich bin so erstaunt, dass das geht. Jetzt steckt mehr rein. Dann machen wir es ja. Ja, das geht. Das geht. Gut. Ist das heiß? Wo ist die Schraube? Wir brauchen. Also, hier rauf.
Bruder, der Faden des Todes. Alter, ich habe ihn gespürt wie so eine Spinne. Das muss doch sehr zentral sein, merke ich gerade, oder? Wenn ich das so ein bisschen schief mache, dann... Haben wir den jetzt richtig rum oder haben wir ihn falsch rum? Genau, das jetzt, er saugt ein. Ja, er saugt es ein. Nee, macht er nicht. Also wir brauchen ganz leichten Staub. Habe ich hier vorbereitet für dich. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt der Heck. Klappt! Noch ein bisschen. Bisschen wild noch. Oder, oder. Ja, ja, es passiert was. Also wir haben die Hälfte reingekriegt. Aber wir haben auch quasi ein bisschen mehr Müll gemacht, tatsächlich. Ja. Was ist das für ein Lifehack? Das ist ein... Oh, guck mal, wie das aussieht. Der war voll geschissen. Ja gut, dankeschön, Katharina. War ein guter Hack. Aber man kann sich auch einen Staubsauger kaufen. Ja, kauft euch einen fucking Staubsauger. Und kauft euch einen Ventilator, ey. Okay, also der fünfte oder vierte Lifehack, wissen Sie nicht mehr, im Alzheimer. Go! Also, wir haben SpongeBob. Und wir haben eine... Schon wieder eine blöde Schraube. Oh, schon wieder ein Bohr. Oh, wait. Oh, wir machen jetzt richtig sauber. Das ist kein Problem. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir raus. Ja. Das schaffen wir easy. Ja, warte mal, machen wir erstmal den. Ja, erstmal fest. An deinem Ding. An meinem. Ja. Pass auf, ich mache jetzt hier einen Tropfen rein. Das muss jetzt ganz gerade sein, Malte. Ja, easy. Was? Du hast es. Junge, was soll denn da nicht gerade sein? Das sind zwei gerade Flächen, die man aufeinander macht. Das stimmt. Okay, ich mache jetzt auf. Soll ich hier eigentlich diese... Hätten wir das Feuerflair machen sollen und dann festlegen? Hol es mir schon wieder ab. Wir machen das jetzt mal auf. Doch. Du musst das halt so... Du kannst das halt so rummachen. Ja, dann geht's aber so oder was? Nee, du musst das knicken. Du musst da so eine Falte reinmachen. Junge, du musst doch die Falte da rausnupseln. Nee, ja genau. So geht das, ja. Ja, dann mal rein. Guck mal. Perfekt. Perfekt. Ist das fest? Ich glaube, das fliegt direkt ab. Easy. Nein, das würde ich abfliegen. So, ich mache nochmal mehr Hitze auf die Hitze. Ich finde es schön, dass Benny so viel Sorgen um den Akkubohrer hat, dass er einfach gesagt hat, dass wir jetzt eine lange Schraube nehmen sollen, damit es nicht da drauf spritzt, weißt du? Ah, was sollte da drauf spritzen? Wasser. Ach so, ja, das ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das hier ein bisschen größer. Dann machen wir das Ding hier rein. Also wir übertreiben das ja jetzt. Das ist so krass. Ne? Wir können das doch hier, können wir es auf dem Tisch testen, wenn wir den Laptop runternehmen? Wollen wir den Laptop sauber machen? Nee. Also jetzt könnten wir es noch machen, weil jetzt ist ja quasi eine Trockenreinigung. Ja. Ja. Mach mal hier den Tisch ein bisschen. War das gerade eine Trockenreinigung? Ja, da war ein bisschen Wasser vorne dran, weil du die Kohle angefasst hast. Ach so. Mach mal den Tisch sauber kurz ein bisschen. Okay. Aber nur ein bisschen. Siehst du, das geht, das ist besser als der Staubsauger gerade. Ja. Der Staub ist auch weg. Der Staub ist auch, ja, wo wir nachher ja auch räumen, oder? Ja, na klar bin ich bereit. So, machen wir hier ein bisschen Shampoo rein. Jetzt machen wir hier den Kollegen ein bisschen sauber. Ja, ja, pass auf, hier. Also ich hab, wenn ich jetzt drücke, ist er weg. Mach jetzt. Okay, also... Das ist okay. Ich muss sagen, ich hätte das jetzt auch... Also den Schwamm direkt zu nehmen, wäre auch einfach dumm. Nee, das ist ja jetzt automatisch. Der putzt ja alleine. Also ich mache jetzt das Fahrrad sauber. Kann man halt nicht. Wir gehören einfach in eine Förderschule und wären dort einfach sitzen geblieben. Look at that. Oh, look at that. Sehen so Sie das? Schneller. Wie toll ich das war. Wie toll ich dieses Fahrrad sauber mache. Und jetzt nochmal der Vollmarschgang. Alter, look at that. Gönn. Guck mal, das ist, also, der, vielleicht kann man ja was polieren. Guck mal, das ist ein richtiges Muster drin. Guck mal, die Hände waschen. Das ist wie neu. Oh, nee. Ja, also Benny hat, glaube ich, gehofft, wir können ihm damit helfen und Arbeit abnehmen. Aber am Ende des Tages macht er jetzt trotzdem selber das Ding sauber. Ja, wer macht es denn normal sauber? Okay, die haben das dann in der Pfanne gemacht. Ja, das ist da kannst du halt draufdrücken, so richtig. Ja, aber im Fahrrad ist nicht unbedingt. Okay, nächster Hack, meine Damen und Herren. Biegsamer Draht, eine Zange. Der wird gedreht. Oder oh, da wird ein Looping reingemacht. Dann ein Stift. Oh, schon wieder der Bohrer. Oh! Nee! Wo ist der Draht? Wo ist der Draht? Hey, der Maul, da hat der perfekte Kreis. Ich mach den Schwamm ab. Ja, wir sollten nicht so ein lang... Also unser Draht ist halt nicht so stark. Wir sollten nicht so einen großen Kreis. Sollten wir? Wir haben noch eine Alternative. Ja? Ihr könntet euch
Okay, den Draht aus diesem Kabel rausholen. Okay, wie kriegen wir den raus? Wollen wir das mal damit probieren? Was, wenn man abisoliert? Du arbeitest doch bei dir zu Hause am Haus. Ja, ich isoliere ständig. Ab. Du musst nur den Mund weit genug aufmachen. Damit kommst du nicht durch. Jetzt hast du Maximo einfach. Jetzt hast du mich aber getriggert. Siehste, das war der erste Biss. Gut, ich mach das schon mal mit dem anderen. Du machst das schon mal mit dem. Oh, hast gehört. Da war einer. Ja, das kann auch mein Genick gewesen sein. Das war einfach gerade extrem schmerzhaft. Wie ist das, wenn man angeht? Wie ist das, wenn man klug ist? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nach diesem Video kannst du es noch nicht mehr behaupten. Okay. Perfekt. Und jetzt wurdet mal da raus. Okay, da brauche ich was anderes. Ich muss das jetzt Step by Step machen. Oh mein Gott, du bist ja richtig doof. Ich wollte das mal. Hey! Ich wollte fachmännisch isolieren, dann macht man nicht so. Das ist kein Lachs. Eine Suppe mit einer Gabel zu essen. Ja, aber wenn da viele Rahmennudeln drin sind, geht das auch. Alter, ich fühle mich wie so ein Mensch, der kocht, aber Kugelfische. Ich kann nicht reden. Ich muss vorsichtig sein. Warum? Naja, weil das Gift sonst in den Salat kommt. Was für ein Film schiebst du eigentlich gerade? Jetzt das? Du machst es direkt mit dem. Ja, das ist cool natürlich. Warte mal, welche Richtung? Die. Okay. Nee, warte mal, welche Richtung so? Das ist doch. Ja, perfekt. Easy. Ist eben? Doch, die falsche Richtung. So, okay, ich hab's gleich. Hast du den Stift? Ich hab den Stift vorbereitet. Gut. Wir können auch dann ganz schnell radieren. Mama. Klar, gib mir nur ein Blatt Papier. Also Leute. Du machst jetzt einen Kreis. Wir haben das jetzt festgemacht, wir machen jetzt einen Kreis. Wollen wir einen Testlauf machen? Was bedeutet ein Testlauf? Oh. Oh nee, Alter, warte, da muss ich nochmal meine Konstruktion hier überdenken, glaube ich. So. Das ist ja ein Zirkel. Ja, das ist ein Zirkel. Also tatsächlich ist ja ein Kreis. Ihr lacht. Ihr lacht, aber es ist sogar gepunktet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee. Oh, ganz viele Kreise. Da sind ganz viele Kreise. Ja, das ist ein besseres Mandala, kriegst du nicht hin mit einem Bohrer. Breit? Nee. Guck mal, ich kann ja Mickey Mouse. Hä, das ist ja... Boom! What the fuck, wo ist der? Wo ist der Stift hin? Na gut, also es gibt Limits. Also ich habe kurz gedacht, einer von uns stirbt. Aber es ist nicht passiert, weil wir einfach lucky sind. Millcraft, die sind ja das Leben lebensgefährlich. Das sind alles. Die sitzt da und isst irgendwie Weintrauben, aber in Weintrauben. Kommt der Ventilator ins Face. Also das sind alles Indiana Jones Todesmenschen. So Leute, die absoluten Giga-Hacker haben einfach haben das Unmögliche möglich gemacht. Wir sind selig am Ende. Deswegen machen wir Folgendes. Die Katharina hat hier super viel vorbereitet. Die zweite Hälfte werdet ihr beim Alte sehen. Und wir hacken die Scheiße aus uns raus. Wir werden sterben. Ich habe gehört, es ist irgendwas mit Feuer. Das ist schon voll. Abonnieren Malte bis irgendwann. Wir werden nicht leben. Es ist irgendwas mit Feuer. Hauptsache, ich muss keinen Ventilator bauen.